ist der Kreativ GmbH, unser letztes Rennen für die Vollblüter 2015, am 5. Renntag hier im Herrenkrug. Cassiro kommt heran, geht hinein und da gehen die Boxen auf für das 9. und letzte Rennen für heute des Jahres 2015. Das Feld formiert sich, am schnellsten auf den Beinen ist hier gleich Torqueville, geht nach vorn, der Ausreißer, außen ein Acti Lady, gibt es hier Applaus. Dann folgt Lou Bega und Clara zurück, ist hier Cirina auf dem letzten Platz. Das fällt gleich im Stadtbogen mit Vorteil von Torqueville, dann Acti Lady, dann sieht man Lou Bega, dann sieht man ganz innen marschierend Tivoli. Außen daneben folgt dann die 1 Cassiro, dann geht es weiter mit Basewater. Aber vorn, da ist nach wie vor die Nummer 2 Torqueville aus dem Timpeland-Quartier vor Acti Lady, dann Lou Bega. Dann sieht man Elea, da Cassiro Honors, dann Tivoli innen. Das ist im Prinzip die Vordergruppe, die ich im Augenblick hier auf dem Monitor erkennen kann. Und das fällt jetzt gleich Mitte gegenüber. Mit dem Kommando von Torqueville führt hier mit 2 Längen. Auf den Plätzen dahinter Acti Lady vor Lou Bega, dann Cassiro, dann Elea vor Honors, dann Pearl of England, dann Basewater mit Tivoli, dann Old Firehand, dann schließlich Kathleen Francis und ganz hinten erkennt man nach wie vor die gelb-blauen Farben von Cirina. Das fällt gleich im Scheitelpunkt des Schlussbogens, des Biederitzerbogens mit dem Kommando von Torqueville zeigt den Weg. Auf den Plätzen dahinter sieht man die Farben von Cassiro Honors dabei. Acti Lady hat jetzt etwas wohl Boden verloren und dann kommt von weit her auch Old Firehand, Favorit des Rennens, stärker ins Rennen. Davor galoppiert noch die 10 Pearl of England. Aber vorne, da geht die Post jetzt ab mit außen galoppierend. Das ist die 3, das ist Kathleen Francis. Innen wehrt sich Honors. Von weiter hinten kommen dann die Verfolger mit Pearl of England und dann auch Old Firehand, aber einen weiten Weg noch bis nach vorn. Jetzt in der Geraden geht es ja schon längst weiter bis zum Pfosten, jetzt 200 Meter noch. An der Spitze ist jetzt Honors, dann kommt die Verfolger. Ganz außen kommt der Pearl of England, mit dabei auch Old Firehand, mit dabei auch die 3, das ist Kathleen Francis. Old Firehand geht hier wohl überzeugen. Old Firehand mit Cirina, Old Firehand mit Cirina, Old Firehand müsste es gepackt haben vor Cirina. Dann war es nochmal eng, Honors war noch mit dabei. Und schließlich auch, das war mit vorn auch Pearl of England. Hier muss das Foto jedenfalls auf den Plätzen entscheiden. Noch vorn war es knapp zwischen Old Firehand und in den Cirina. Da war es eng, da muss der Richter das Foto hinzuziehen. Und dann war es nochmal eng zwischen Kathleen Francis, zwischen Honors und zwischen Pearl of England auf den Plätzen 3, 4 und 5. Einen weiten Weg noch bis nach vorn. Jetzt in der Geraden geht es ja schon längst weiter bis zum Pfosten, jetzt 200 Meter noch. An der Spitze ist jetzt Honors, dann kommt die Verfolger. Ganz außen kommt der Pearl of England, mit dabei auch Old Firehand, mit dabei auch die 3, das ist Kathleen Francis. Old Firehand geht hier wohl überzeugen. Old Firehand mit Cirina, Old Firehand mit Cirina, Old Firehand müsste es gepackt haben vor Cirina. Dann war es nochmal eng, Honors war noch mit dabei und schließlich.